YouTube hat's geschafft, aka der Artikel 13. Es war nicht Artikel 13, ist trotzdem kacke. Was ist das? Ach so, stimmt. Hallo Leute, nächstes Video nach 6 Monaten. Ich weiß, meine Aktivität hält sich in Grenzen, aber egal. Vielleicht könnt ihr euch noch erinnern. Ich habe vor gut... Ja? Schon ein Jahr her. Ich habe vor einem Jahr... Habe ich... Alle sind neidisch auf Öleg. Auch geladen. Jo, das hat auch einigermaßen Aufrufe bekommen, wie man hier sieht. 400 Likes und 41 Dislikes. Kommentarsektion war auch am Start. Und jetzt hat sich YouTube gedacht, nach einem Jahr. Und zufälligerweise wurde gerade gestern der Artikel 13 weitergeleitet. Obwohl ich in der Schweiz lebe und eigentlich davon nicht betroffen sein sollte. Und das kotzt mich an wie Scheiße. Mein Kanal ist sogar auf Schweiz eingestellt. Und niemand kann mir erzählen, dass das Zufall ist, dass das ein Tag, nachdem das beschlossen wurde, ein Video von mir gesnackt wurde von Broadband TV unterstrich VIP. Kann sein, dass es ein Scam ist. Und das Lustigste ist dabei, nicht nur, dass mein Video mit 10.000 Aufrufen weggesnackt wurde. Es wurde hier von Boborix hochgeladen. Vor 11 Monaten. Ich hatte es nicht mal mitbekommen. Wenn man hier auf den Kanal geht, nirgends. Ich bin nirgends verlinkt, auch nicht am Schluss. Das ist alles mein Video hier. Alles. Alles. Künstler wie ich. Alles. Er hat jetzt zwar nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die ich bekommen habe, ist halt trotzdem kacke. Hier, Mr. Beaolo. Richtiger Ehrenmann. Der Ehrenmann hat sogar abonniert. Du bist ein Ehrenmann. Also er darf rein, theoretisch klar, weil es nicht sein Video ist. Aha, okay. So viel Nonsens in einem Satz. Er darf es, weil es nicht dein Video ist. Und es kotzt mich an, Alter. Es kotzt mich an. Ich werde weggefickt, weil mich wahrscheinlich jemand gemeldet hat vor keine Ahnung wie vielen Wochen oder so. Und jetzt haben sie sich in die Hosen geschissen, Alter, und müssen jetzt alles wegsperren, Alter. Ich dachte, ich bleibe in der Schweiz verschont. Aber naja, es wird Zeit für Schweizerdeutsche oder englische Videos. Es hat keinen Sinn mehr, auf Hochdeutsch Videos zu bringen. Man wird eh weggefickt. Daraufhin habe ich dann, Einspruch erhoben, vorhin gerade. Also mir wurde mitten in der Nacht eine E-Mail geschickt, in der stand, ey, dein Video wurde gesperrt wegen bla 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 Urheberrecht. Ich werde weggefickt. Für ein Best-of, in das ich etwa 3 Stunden investiert habe und ich verdiene kein Geld damit, keinen einzigen Cent, weil ich habe nicht genug Abos, abonniert mich bitte. Und der Bastard, der hat das Gefühl, er kann einfach mein Video hochladen und sich 600 Aufrufe wegsnacken. So, ich gönn's jedem. Ich gönn's jedem, egal was er macht. Aber wenn er so einen Scheiß als seinen verkauft, dann ist das kacke, Alter. Ich habe da Arbeit investiert, du unhöflicher Mensch, hast es nur geklaut, Mann. Wenn ihr wollt, ihr könnt's melden gehen. Ich werde jetzt erstmal warten, wie es mit meinem Video aussieht. Ich werde es nicht verlinken. Ich weiß nicht, ob das unter Anstiftung geht. Ihr müsst selber entscheiden, okay? Es ist zwar eindeutig geklaut, aber ich werde es nicht verlinken. Ihr werdet es finden, wenn ihr alle sind neidisch auf Elec. Dann gibt... Und das hier dann von Boborix vor 11 Monaten. Okay? Okay. Ach so, genau. Das hier ist auch irgendwann vor einem halben Jahr passiert so. Ein Video, was damals auch etwa ein Jahr alt war. Ey, komm. Sperren wir das jetzt mal nach einem Jahr weg. Das ist voll die gute Idee. So, das war das Video nach 6 Monaten. Ich habe gesagt, ich werde ein krasses Comeback feiern. Ach so, und ja, vielleicht habt ihr es gehört, ich habe jetzt ein geiles Mikrofon. Mikrofon. Dann wünsche ich euch noch ein schönes Jahr bis 2020 und adios.